Also ich bin mit der Erwartung gekommen, hier ganz viele Praktika zu treffen, mit denen ich mich halt austauschen kann über den Prozess der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ich bin mit den Erwartungen gekommen, einfach mal zu gucken, wie das heute so läuft, die Verbindung zwischen Forschung und Praxis. Ich habe selbst 10 Jahre lang nach meinem Studium in der Forschung gearbeitet und bin dann in die Praxis gewechselt und habe so die letzten knapp 20 Jahre in der Praxis gearbeitet. Und von daher kenne ich auch so genau diesen unterschiedlichen Blickwinkel sehr genau. Und eine Kollegin hat es vorhin auch schon gesagt, also das sind einfach zwei Welten. Ja? Und es ist so schade, dass es immer noch so schwierig ist, so Brücken zwischen diesen beiden Welten zu bauen. Aber ich glaube, es gelingt immer besser. Und heute war das wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wir da alle auf dem guten Weg sind. Ich denke, wir müssen lernen, einfach auch die Dinge mit einer anderen Perspektive zu sehen. Also aus der Forschung und aus der Praxis halt. Die einen müssen sich in die anderen hineinversetzen. Nämlich so die Erwartungshaltung ist erfüllt worden, ist sogar übererfüllt worden. Ich habe mich mit einigen Praktikern, Praktikerinnen, sagt man ja jetzt, jetzt schon mal ausgetauscht und wir werden sofort in den Austausch gehen und unsere Erfahrungen, die wir jetzt gerade schon gemacht haben, beziehungsweise bei den alten Häsinnen oder alten Hasen, uns austauschen und uns auch gegenseitig nochmal berichten, beziehungsweise uns auch treffen. Aber von den Teilnehmern, die hier waren, fand ich super interessant. Das war genau das, was ich erwartet habe, was ich gehofft habe. Also einfach aus verschiedenen Einrichtungen, im Bereich Weiterbildung, einfach mal zu hören, wie steht es da um Digitalisierung. Ich finde Vernetzung ist so das, was man im Digitalen braucht, um auch voranzukommen. Und deswegen bin ich hier auf jeden Fall richtig. Mit den Erwartungen bin ich gekommen und die wurden auch erfüllt. Die Forschung braucht die Praktika und die Praktika brauchen die Forschung. Das ist ein Geben und Nehmen. Und da muss einfach der Austausch regelmäßiger gefördert werden, um auch wahrzunehmen, okay, hier geht die Sache so an, wir gehen sie so an, wo ist die Schnittmenge und wo können wir da die Fragen klären, gezielte Fragen. Wir verstehen das auch nicht als abgeschlossen, sondern als gemeinsam sozusagen generiertes Wissen. Ja. Und wir verstehen uns auch nicht so, dass wir dann fertige Konzepte liefern können, sondern es geht uns um diesen Dialog und um diesen Austausch, der methodisch kontrolliert ist. Ja, sodass auch die Forschung also wirklich gucken muss, dass sie den Zug nicht verpasst. So, uns geht es genauso. Wir erleben auch den Druck durch neues Personal, durch den demografischen Wandel. Wir haben sehr viel junges und neues Personal bei uns in unserem Unternehmen und die sind schon durch andere Arbeitszusammenhänge, mit Digitalisierung sehr viel stärker konfrontiert worden. Weil irgendwo, also das ist unsere Aufgabe. Die müssen nicht uns verstehen, sondern wir müssen die verstehen. Und auf Basis dieses Verständnisses Forschung anzulegen künftig. Aber doch auch, und das ist die Herausforderung mit der Freiheit, die Forschung noch hat. Ich denke auf jeden Fall, dass das ist auch heute noch mal wieder, denke ich, sehr deutlich geworden. Also dieser Bedarf, sich auszutauschen anhand eines konkreten Themas, das ist schon, der ist schon da. Die Ergebnisse, die müssen einfach mundgerecht und ansprechend für unsere Praktiker aufbereitet sein. Also wir können keine langen Texte lesen und wir wollen auch unterhaltsame Texte haben. Also das ist natürlich sehr anspruchsvoll, aber also ich merke das selber bei mir, es ist einfach, wenn man so eine anstrengende Woche hinter sich hat, dann geht man nicht noch samstags nachmittags auf die Couch und liest noch einen wissenschaftlichen Bericht. Ich glaube schon, weil Digitalisierung vor allem Organisationsentwicklung ist. Das fängt ganz oben an und muss dann bis nach unten durchgehen. Es muss in Einrichtungen Leute geben, die da Lust drauf haben und das vorantreiben, die auch, so würde ich sagen, auch privat Interesse an diesem Thema haben, sich da einfach verschiedene Apps nutzen, Methoden auf solche Veranstaltungen wie heute fahren. Aber dazu muss es die Bereitschaft von Einrichtungsleitung auch haben, dass die Mitarbeiter dort hinfahren dürfen. Also personelle Ressourcen dafür, das ist ganz wichtig. Und das fehlt an einigen Stellen noch, dass es eigene Stellen, zum Beispiel Stabstellen, Digitalisierung gibt, erweiterte Lernwelten, finde ich übrigens als Begriff treffender als dieses große erschlagende Wort.
Von der Forschungsseite wünsche ich mir, dass die Bedürfnisse oder Bedarfe, die jetzt aus der Praxis kommen, also dass die aufgegriffen werden. Also, was ich so aus der Forschungsperspektive immer sehe, da gehen wir ja immer sehr systematisch und sehr strukturiert und komplett an die Sache. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man aus der Forschungsperspektive einfach guckt, dass man sich Facetten rausgreift und die wirklich dann auch schon ausleuchtet und die dann auch schnell zur Verfügung stellt. Denn das ist immer das Problem, die Forschung braucht einfach lange und ich weiß selber, warum das so ist, aber die Praxis braucht immer schnell Antworten, am besten vorgestern schon. Also ich hoffe einfach, dass sich die Community, die sich hier bildet, weiter vernetzt, auch online, auf WWWeb und dort miteinander kommuniziert und dann glaube ich, sind wir da schon auf dem guten Weg, weil anders schafft man den Kontakt nicht. Ich glaube nicht, dass man als Praktiker einfach so mal zur Uni geht, ich hätte gerne mal ein Gespräch, wie können wir mal. Ne? Das muss schon so ein Dach oben drauf sein und das haben wir ja hier.